Moin moin und willkommen zu einer neuen Runde Carrier Deck. Wir haben die erste Mission im Indischen Ozean abgeschlossen und mal wieder ein paar neue Sachen kennengelernt. Unter anderem sind jetzt mal ein paar Zufallsmissionen so zwischendurch gekommen und die musste man erst abarbeiten. Das hat schon die Planung teilweise etwas über den Haufen geworfen. Und solche Missionen muss man jetzt wohl in Zukunft mit berücksichtigen. Mal sehen, was in der zweiten Mission hier auf uns zukommt. Ja, ein Battleship ist hier auf jeden Fall in dieser Region vorhanden. Und wir haben F-18S, den A-6, S-3 und E-2C Hawkeye. Hawkeye? Sagt mir im Augenblick nichts. Eventuell schon wieder eine neue Einheit. Mal gucken. Und da haben wir zum Start ein S3. Unterdeck ist aber noch ein EC2. Ja, sehr schön. Und natürlich ein paar Jäger, wie immer eigentlich. Dann holen wir die Fahrstühle erstmal alle hoch. Rüsten erstmal Hubschrauber aus. Dann stellen wir die Jäger erstmal beiseite. Den EC2. Wer kommt da jetzt? Noch ein S3. Ja, hervorragend. Dann machen wir den EC2 zu Luft und die beiden S3. Drei machen wir für Wasser und Unterwasser. Ja, machen wir schon mal die Mission alle. S3, super. Jetzt kommt hier noch ein EC2, müsste das hier sein. Ja, also. Oh, hätte auch ein bisschen früher kommen können. Also voll der Luxus hier. Ich stelle mal da hin. Also, da wir hier nichts zu tun haben, wir können ja schon mal voll tanken. Hier ist nichts los. Pure Langeweile. Und da kriegen wir jetzt noch einen A6 auch noch. Wofür wir den jetzt schon wieder brauchen? Da kommt noch ein Jäger. Und das ist ein F-18S. Und endlich der erste Angriff. Dann brauchen wir einen Hubschrauber für Unterwasser. Stellen wir gleich einen neuen Helikopter hier hin und rüsten den auch gleich aus. Und jetzt brauchen wir zweimal Wasser. Da kommt das erste größere Schiff. Cobra,
So, wenn die Wasserangriffe machen, dann könnten wir den anderen EC2 auf Wasser vorbereiten. Dann haben wir hier noch ein U-Boot. Das können wir angreifen. Dann sagen wir F18, zwei Stück für das Schiff. So, dann können wir den EC2 hier schon mal startbereit hinstellen. Bei den Schiffen, da bräuchte man schon mehr Sichtweite. Wäre natürlich besser. So, noch können wir ihn lassen. Und da kommen nochmal zwei für Wasser benötigt. So, dann würde ich mal sagen, wir starten jetzt den EC2 Wasser. Dann haben wir volle Sichtweite. Jawohl, den brauchen wir auch, denn jetzt haben wir hier 3 plus 1. Also alles, was wir haben. So, machen wir erstmal 2 F18 für das erste Schiff. Und dann brauchen wir F18S für das riesen Monsterschiff hier. Da brauchen wir erstmal den Elektronik-Angriff. Dann kommt hier ein S3 zurück. Da fehlt uns jetzt die Radarreichweite. Die holen wir uns aber gleich zurück. Dann bauen wir noch einen Jäger für die Luft. Und dann noch einen. Dann machen wir eine S3 Unterwasseraufklärung. Das steht zwar schon da, aber können wir noch nicht machen, weil wir erst die Angriffsmission alle gestartet haben. So, jetzt können wir S3 starten. Es landen hier erstmal ganz viele Flugzeuge. Bevor dann der EC2 kommt, den wir für die Luftaufklärung benötigen. Das ist ja ganz blöd. Wir rüsten schon mal einen Jäger aus für Luft. Man weiß ja nie. So, jetzt kommt der EC2 als nächstes. Das geht ja Schlag auf Schlag, ey. So, der ist beschädigt. Oh, Tatsache, da kommt ein Jäger. Ja, wunderbar, dass wir hier einen im Voraus hatten. Da haben wir Glück gehabt. Rüsten wir gleich den nächsten aus. Bevor wir hier eine EC2 Luftmission starten. Da haben wir Glück gehabt. Aber das ist, wenn man dann ein bisschen strategisch überlegt. Und da sieht man jetzt schon U-Boot, zwei Hubschrauber. Da haben wir mehr als genug vorbereitet. Dann brauchen wir zwei Jäger Wasser. Da kommt das nächste mittelgroße Schiff. So, den einen Jäger können wir zwischendurch reparieren.
Hubschrauber ausrüsten, dann... Der nächste Jäger beschädigt. Dann machen wir erstmal Luftangriff. So. Dann greifen wir das Schiff an. Dann machen wir schon mal ein S3 für Wasser. So, jetzt wollte ich Platz machen, aber der Helikopter ist beschädigt. Dann geht der da lieber hin. Machen wir schon wieder für ein Schiff 2 Jäger. Der Jäger ist auch beschädigt. Was ist denn hier los? Oh, der ist auch beschädigt. Oh Mann. Was? F18, Mission für Schiff. Oh, der ist auch beschädigt, ey, das gibt's doch nicht. So, ein Jäger wieder zurück. So, F18 Mission Luft. Dann haben wir einen S3 Wasserauftrag. So. Jetzt kommen die EC2 zurück. So, das war der erste. Oh Mann. Wir brauchen unbedingt neue Jäger. Wenn die nämlich gleich schon wieder angegriffen. Mann, so eine, die verhaken sich hier alle, das gibt's gar nicht. So, EC2. Wasser. Wir brauchen 2 für Wasser. Oh, schon wieder beschädigt, ey, das gibt's doch nicht. So, F18. 2 Stück Wasser. Das könnte jetzt eng werden. 10 Sekunden. Oh, 4 plus 1 brauchen wir jetzt. Oh Mann, wir sind alle beschädigt hier, ey. Oh Mann. So, hier blau. Ah. Also den Electronic. Oh, die müssen wir zur Reparatur schicken, aber ganz schnell. So, blau. Haben wir 2 blaue. So, der muss jetzt auch den roten angreifen, auch wenn er beschädigt ist. Das geht jetzt nicht anders. Dann machen wir S3 Aufklärung. Oh, wo der mal hin will. Ey, so eine Umwege. Dann machen wir F18, einen Angriff. Oh, dann brauchen wir... hier U-Boot, 2 Hubschrauber. Erstmal per Luft angreifen. Luft angreifen, 2 Hubschrauber starten. Dann ein Hubschrauber ist hier beschädigt. Und hier noch. Dann hier schnell nach oben holen. Zumindest ist das Schiff hier sehr langsam.
wir F-18S für den elektronischen Angriff. Schon mal vorneweg. So, der muss auch für Wasser ausgerüstet werden. So, einen Hubschrauber austauschen. So, schon mal zwei hinschicken. Wer kann da Radarreichweite? Oh nein, jetzt landet der nicht richtig. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt passiert das sogar auch schon mittendrin hier. Und schon haben wir einen Jäger weniger. Das gibt's doch nicht. War der jetzt zu doll beschädigt oder was? Nur mal so vorsichtshalber auf die Startposition. Dann können wir hier in EC2-Mission gleich starten. So. Dann U-Boot angreifen. So, den können wir wieder zurück. Nichts in Sicht. Jawohl, das war der letzte. Was für eine Mission hier. Das ist jetzt ein riesen Schlachtschiff, wo wir 4 F-18 benötigen. So, und dann gehen die ja auch noch zwischendurch mal kaputt. Dann haben wir schon wieder welche weniger. Mann. Und dann immer wieder Reparaturen zwischendurch durchführen. Also, es wird richtig schwierig hier. Man sieht, also, die qualmen schon wieder alle. Die hätten wir jetzt schon wieder reparieren müssen. Wahnsinn. Obwohl, der eine hat dunklen Rauch, der andere hat noch hellen. Hui, aber wir haben es geschafft. Und jetzt sind wir Lieutenant im Rang aufgestiegen. Ja, das ist ja das Mindeste. Das war schon richtig herausfordernd. Ja, würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Jetzt, wo das immer interessanter wird hier. Und bedanke mich noch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.